Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Adam. Außerdem habe ich die Aufgabe dabei, drei Gesundheitsstatus zu heilen von anderen Überlebenden. Und dafür habe ich mir mit Adam gemeinsam ein schönes Perk mitgenommen, mit dem wir schön unauffällig heilen können. Gegen die Krankenschwester ist es auch sehr wichtig, unauffällig zu heilen und geheilt zu sein. Ich höre sie hier irgendwo. Okay. Ich habe dabei Einfühlungsvermögen. Damit sehe ich jetzt die Mika. Dort. Das ist ein Perk von Claudette. Das ist das Herz auf der linken Seite. Dann habe ich noch Zähne zusammenbeißen dabei. Mit Zähne zusammenbeißen kann ich geräuschlos mich und andere heilen. Ich habe jetzt aber gar kein Medikit dabei, das heißt, ich kann nur andere heilen, solange bis ich ein Medikit finde. Dann habe ich noch Autodidakt dabei, das beste Perk im Spiel. Wenn man gewisse Menschen fragt. Ich finde Autodidakt ist ein unglaublich witziges Perk. Wenn man 5 Stacks darauf hat, ist es das witzigste Perk im Spiel. Sie hat Totenschalter dabei. Und wir gehen mal schnell heilen, denn das ist unsere Aufgabe. Wir heilen. Außerdem habe ich noch empathische Verbindung dabei. Mit empathischer Verbindung sehen Überlebende, die verletzt sind, meine Aura. Das heißt, mit Einfühlungsvermögen sehe ich die Auren von den Verletzten und mit empathischer Verbindung sehen die Verletzten meine Aura. Nee, also Tunnelhausen brauchen wir jetzt hier nicht machen. Sehr schön. Ich habe mich selbst geholt. So, Mika, komm, wir heilen dich mal hoch. Autodidakt funktioniert folgendermaßen. Ich bekomme erstmal eine Fortschrittsstrafe auf die Fähigkeitschecks von minus 25%, also Strafe 25%. Pro Stack, den ich bekomme, also Skill-Check bedeutet ein Stack, bekomme ich plus 15%, sorry, 15%. Ich spiele nicht wie. Wie Kalash spiele ich gerade, Mensch. Also pro Stack, ich habe jetzt 3 Stack, kriege ich 15% Fortschritt auf einen Fähigkeitscheck, der dann kommt. Das bedeutet, ich habe jetzt 3 Stacks und jetzt bin ich aus dieser Fortschrittsstrafe für die Fähigkeitschecks schon raus. Und bin jetzt, wenn ein Skillcheck kommt, das ist ein bisschen RNG, also glücksbasierend. So, jetzt kann ich schon ultra schnell heilen. Ach ja, mit empathischer Verbindung. Mehr als 5 Stacks gibt es übrigens nicht. Das ist jetzt das Maximum, was es gibt. Und wenn dann ein Skillcheck kommt, dann ist zack, der Überlebende plötzlich komplett geheilt. So, gleich erster Gen. Mit Zähnen zusammenbeißen machen wir das halt, wie gesagt, geräuschlos. So. Autodidakt ist auf jeden Fall richtig witzig. Es passt so gut. Adams Perk ist das ja. Und er hat sich halt das Heilen selber beigebracht. Aus Büchern. Deswegen haben wir da so ein schönes Anatomiebuch mit einer kleinen Hand drin. Mir fällt gerade der Puttenkopf da auf. In dem Stacheldraht ist er ultra gruselig. Ja, also ein richtig schöner Heiler. Adam, der Lehrer. Auf ihm spiele ich mal ganz gerne. Auf ihm und auf Yuichi, weil von Yuichi ist ja empathische Verbindung. Der ist ja auch Biologe. Aber dass Adam ein Autodidakt ist, das gefällt mir auch sehr gut. Ich spiele beide eigentlich sehr gerne. Beide haben
sehr, sehr coole Skins. Ich mag ja den Regenmantel von Yuichi super gerne. Und auf Adam mag ich die Brille auch gerne. Die hatte aber der diesmal für eine Scherbe gab. Zum 1. April. Aber die hat der andere Adam schon auf. Deswegen konnte ich das ja nicht nehmen. Also das ging nicht. Ich muss dann anders aussehen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Wenn ein anderer Adam in der Lobby steht oder eine andere Zarina oder halt ein anderer Charakter, den ich spiele, dann wechsle ich meistens. Wenn ich es für das Video alles schon so eingestellt habe mit den Perks und so, dann ziehe ich mich meistens um, sodass es komplett anders aussieht. Und sie ist eine gute Mac, sehr schön. Ich bin direkt bei dem Ausgang hier. Das Totem brennt nicht. So, sie sieht meine Aura, glaube ich, nicht, weil ich zu weit weg bin. Aber sie wird auch gerade nicht gejagt. Das heißt, wir nehmen mal hier ein Totem raus. Sie teleportiert sich. Sie teleportiert sich. Nee, los. Sie drückt Shift. Schade. Mit einem Skillcheck hochgeheilt, das wäre jetzt witzig gewesen. Das wäre witzig gewesen, aber ich glaube, man konnte es trotzdem jetzt ganz gut sehen, soweit. Was hatte sie dabei? Totenschalter, Geißelhaken sogar. Barbecue und hier Schattengeborener. Schattengeborener ist auch super auf ihr. Tja. Und schlampiger Schlachter als Add-on. Cool. Ja, dann sag ich mal GG. Die Aufgabe habe ich geschafft. Habe ich nicht geschafft. 5 Gesundheitsstatus muss ich heilen. 5. Es hat nicht gezählt. Es waren nur 2 Überlebende. Ja, dann muss ich wohl weitermachen, ne? Gut, aber ich sag mal trotzdem GG. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.